Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte. Sagen wir, es gibt zwei gute. Die erste ist, die Patrons sind da. Ich meine, hey, ne? Viele wissen ja, die kommen immer Dienstagabends. Die fangen wir an, machen wir die zweite gute. Die zweite gute ist, wir haben einen Latte Macchiato am Start. Einen Latte Macchiato. Miau, miau, miau. Wenn der nicht lecker aussieht. Also der sieht ja wohl so absolut affentittengeil lecker aus. Und die schlechte Nachricht, heute ist eine meiner Kaffeeschüsseln, Cornflakes-Schüsseln von uns gegangen. F to pay respect. Ja, sie ist auf dem Boden zerschellt, wie meine Elo. Ja, heute kommen die Patrons, meine Freunde. Sind einige Dinge dabei, die interessant sind, sind aber auch Dinge dabei, wo ich mir denke, warum ist es nicht dabei? Also sie sind nicht dabei. Sie hätten aber dabei sein sollen. Ja, fangen wir an mit Kayle. Kayle ist seit dem letzten Update richtig krass in der Winrate nach oben gegangen. Sie hatte eine Winrate von 51%. Ich habe gerade selber nachgeguckt. Sie ist jetzt auf 55%, was gigabroken ist. Das heißt, sie wird komplett genervt, wird mehr aufs Late Game hin verschoben. Da sagt man sich ja, hey, der Champ, ne, ist wie Kassadin, bring ihn ins Late. Da soll er stark sein, vorher nicht. Das heißt, weniger HP-Regeneration, weniger Rüstung dazu pro Level. Außerdem mehr Mana-Kosten auf der Q, mehr Mana-Kosten auf der W. Ebenfalls weniger Speed-Up auf der W. Und auch weniger Damage auf dem Starfire Blade. Ich glaube, das ist das, was am härtesten trifft. Denn das Starfire Spellblade ist wirklich, wirklich stark. Ich muss persönlich sagen, ich habe noch gegen keine Kayle gespielt, die mich im Late-Game komplett weggesmashed hat. Ist mir anscheinend erspart geblieben. Ein Geschenk der Götter. Ja, aber ansonsten, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich auf jeden Fall in Ordnung, denn sie wurde overbufft. Genauso wie Urgott, auch dieser wurde overbufft. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, was hier unten ist? Auch er wurde overbufft, das heißt, sein Winrate ist richtig krass nach oben geschossen, nachdem er komplett zerstört wurde. Dieser gute Champion macht jetzt weniger Damage mit seinen Beinen, hat außerdem auf der E jetzt mehr Cooldown. Ja, das heißt, es sind 2 Sekunden mehr und es reduziert sich pro Level, kostet etwas mehr Mana und auch die Ultimate macht weniger Schaden, 25. Hier muss man sagen, ich habe ja Urgott selber getestet und die Leute maxen aktuell Q, einige aber auch W, aber keiner die E. Und ich glaube, dass mit diesem Change vielleicht sogar die Leute jetzt anfangen, die E zu maxen. 2 Sekunden Cooldown weniger ist nicht unglaublich viel, wenn wir ehrlich sind. Wenn jetzt hier eine 18 gestanden hätte, okay. Deswegen kann es sein, dass alles bleibt, wie es ist. Aber grundsätzlich, die E hat ein fettes Schild. Die E hat jetzt weniger Cooldown, wenn du Punkte reinmachst. Und die E macht auch ziemlich, ziemlich viel Schaden. Allerdings wären auch die Mana-Kosten etwas höher, aber ja mal. Azir, meine Freunde. Ja, tatsächlich Azir, allerdings gar nicht so cool. Health Regen Grows, das heißt, ihr bekommt mehr AP pro Level dazu, ist auf jeden Fall nett, denn Azir ist eine Taube und Tauben sind weich. Und so ist er vielleicht eine Steintaube oder sowas. Habt ihr schon Steintauben gesehen? Ja, Conquering Sands. 10 mehr Damage ist ganz nett. Stellt euch mal vor, Leute, es macht 150 Schaden. Das ist sein Hauptspell. Nur als Vergleich, die Fizz-E macht 250, 60 oder 70 Damage. Klar, die Q kannst du eigentlich maximal 2 Mal in so oft benutzen. Ja, das kommt drauf an, was für ein Fight ist. Also, man benutzt es relativ häufig. Das heißt, 10 Damage ist cool, aber ich glaube, das hier lässt Azir nicht besser aussehen, wenn wir ehrlich sind. Also es wird, seine Winrate ist so gigantonisch weit unten, dass ihm das nicht wirklich viel helfen wird. Finde aber grundsätzlich den Ansatz, hey, wir gehen langsame Schritte gut. Ja, das heißt, die nächsten 12 Patches immer nochmal Azir-Buffs dazu in solchen, sodass wir dann irgendwann auf 270 Damage kommen. Dann können wir uns sprechen, ne? Man muss ja nicht gleich so machen wie bei Urgott, hey, lass 1000 Sachen draufpacken, ne? Kleine Schritte sind gut. Shogat. Shogat wird gebufft, weniger Cooldown auf der Q ist auf jeden Fall ziemlich gut, 2 Sekunden, das ist very, very nice, ne? Ein Punkt rein, zack, hast du nur noch 7 Sekunden, cool. Mundo wird auch gebufft, er wurde ja letztes Mal schon gebufft, wenn ich mich nicht irre, das heißt, seine Magieresistenz hat er ja, ne, kriegt er mehr dazu. Jetzt ist so, sein Cleaver macht mehr Schaden, ne, das heißt 5% mehr auf jeder Stufe, ist ziemlich cool. Und auch Masochismus macht 10 mehr Schaden auf Minimum Damage und 20 mehr Damage auf Maximum Damage. Ist definitiv nicht schlecht, ja. Vor allem, es ist ja nicht 20 Damage, sondern 20 Attack Damage. Das heißt, wenn der Typ dich dreimal schlägt, dann sind das 60 Damage minus Armor. Ja, das ist schon nicht verkehrt. Außer du gehst Full Lethality Mundo mit Dustblade, Armor Pen Bogen und Jomus, dann sind auch 3 Auto Attack 60 Damage. Ja. Garen. Garen ist so, er soll jetzt mehr abhängig werden, dass, beziehungsweise bei ihm soll gebufft werden, dass er mehr Minions Last Hitten soll. Er kriegt ja pro Last Hit Rüstung und Magieresistenz dazu. Das waren aktuell 0,25 für 40 Stacks. Jetzt sind es 0,33 für 50 Stacks. Weil ich ein Mathe-Genie bin, kann ich sagen, das hier sind 10 Armor Magieresistenz und das hier sind 16,5 oder sowas. Das heißt, ja,
Ne? Ist cool und nett auf jeden Fall. Vor allem ist es ja Magier-Sense und Armor. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Außerdem wird der Cooldown reduziert auf 15, was super geil ist. 20 Sekunden ist auch viel zu viel im Late-Game, wenn wir ehrlich sind. Dafür wird aber die Duration etwas reduziert. Finde ich auch gut. Ne? So kann man sagen, hey, du kannst um die Passive rumspielen. Wobei im Early-Game, du maxst den Spell ja nicht, sind 2 Sekunden. Das bleibt halt. Das heißt, der Spell ist im Prinzip auf Stufe 1 einfach ein Win-Win-Win. Mehr Stacks, weniger Cooldown, gleiche Duration. Leona. Leona soll jetzt... Leona soll jetzt mit ihrer E mehr Utility im Late-Game-Teamfight haben. Das heißt, sie hat weniger Cooldown und kann jetzt alle 6 Sekunden mit ihrer E sich an den Gegner ranziehen. Ist ziemlich cool. Das heißt, wenn du nämlich deine Q irgendwie warum auch immer ready haben solltest, aber nicht an den Gegner rankommst, ist das ziemlich scheiße im Teamfight. Und deswegen hast du natürlich hier mit der E gute Möglichkeiten, gerade zum Chasen. Macht Leonas Late-Game deutlich besser und ich finde auch, das ist ein guter Schritt, denn im Late-Game sind eigentlich Supporter wie Lulu und sowas, sodass dein ADK stirbt, teilweise echt nützlicher, wie ich finde. Und das ist ganz nett. Was nicht nett ist, ist dieser Champion, denn, Leute, Lissandra, ich weiß nicht, den Champion, am besten ihr begrabt diesen Champion. Sie soll sich in ihrem eigenen Eisgrab begraben. Cooldown von der Q wird erhöht und zwar auf 10 Sekunden auf Stufe 1, das ist giga viel, im Late Game um eine Sekunde. Ehrlich gesagt, ja, das ist nötig, denn sie kann super krass die ganze Zeit ihre Q spammen und dadurch pusht sie super hart rein. Aber... ich weiß nicht. Ich mag, also, ja, von mir aus, ich mag Lissandra eh nicht mehr. Ich habe sie in mein Herz geschlossen. Aber, weiß ich nicht. Seitdem nur noch Aftershock, Teleport, kein Damage mehr, ist sie mir einfach fremd geworden. Sie ist mir verfremdet. Morgana. Morgana zu stark, wird genervt. Weniger Health Growth, weniger Scaling auf der W. Das heißt, weniger Damage. Pyke wird gebufft. Auch hier, ne, finde ich cool, ne, weil auch er gehört. Wobei er gehört, glaube ich, erst zu den Supporter, die im Late Game ein bisschen stärker sind, weil seine Ultimate einfach einen Penta machen kann. Das heißt, weniger Cooldown auf der Q, gerade auf Stufe 1 ist ganz nett. Und auch mehr Stun auf der E. Hier frage ich mich allerdings etwas. Also, das ist erstmal cool. Aber seine E scaled ja zusätzlich auch mit Lethality. Das heißt, hier könnte man sogar wirklich auf 1,6 Sekunden oder sowas dann kommen, denke ich jetzt. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Rumble. Rumble, mehr Schild, stärker und außerdem weniger Cooldown auf den Equalizer, 70 Sekunden nur noch. Finde ich im Late Game auf jeden Fall cool. Denn im Late Game sollten Ultimates echt wenig Cooldown haben, ist einfach so. Allerdings 100 Sekunden auf Stufe 1 für so eine starke Ultimate, die so weit geht und so hart böllert, finde ich ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Sylas. Alle Leute hassen anscheinend Sylas. Na, ob er sich heilt, ob er Damage macht, ob er Ultis klaut, ob er als Phoenix-Udi rumrennt. Weniger Health Regeneration ist auf jeden Fall fies, weil er Nahkämpfer ist und viel auf die Fresse bekommt. Kingslayer wird komplett eingestampft, ja. Das heißt 30 weniger Schaden und außerdem, wenn er empowerten Kingslayer Damage macht von 72 auf 225, da geht richtig viel runter. Und der E-Cooldown von 12 auf 18. Also grundsätzlich, ja. Ich finde, das hier ist das Allerwichtigste von dem Ganzen. Die E hat viel zu wenig Cooldown. Ist ein Spell, der zweimal aktiviert werden kann, der einfach alles hat. Er hat einen Stun, er hat einen Dash und er hat gleichzeitig ein Schild und macht ein bisschen Schaden. Und dafür ist es einfach viel zu viel und hat zu wenig Cooldown. 18 Sekunden ist gut, so hast du Möglichkeiten, auch mal ein Sylas zu ganken oder Sachen zu machen. Aber dann noch das und das. Ich glaube, RIP Sylas, Leute. RIP, rest in peace. Enchantment Sindalik. Der Burn macht jetzt, also nur das grüne Ding, macht jetzt, aber auch in der roten Machete, keine Angst, ne? Aber der grüne Stein, na, darum geht es, macht mehr Damage auf Junglern, das heißt, beziehungsweise auf Jungle-Monstern, statt 200% Bonus Magic Damage jetzt 300. Das heißt, Jungle Clear wird deutlich angehoben, Tanks sieht man aktuell im Jungle gar nicht mehr. Und jetzt mit dem Buff quasi, dass hier Dr. Mundo, Sugar so ein bisschen hier, ne? Der ein oder andere Tank könnte es auf jeden Fall wieder interessanter werden, beziehungsweise eigentlich scheißiger, weil ich mag die Meta aktuell. Es sind zwar alles One-Shot-Carry-Champs, aber die werden auch ge-One-Shotted. Tanks one-shotten zwar nicht, aber sie killen dich und gehen nicht kaputt. Das ist extrem ernüchternd. Tank-Metas sind das Schlimmste, was es gibt, Leute, glaubt mir. Daxiel. Daxiel, weniger AP und weniger Sellback-Value. Das heißt, ihr könnt das Ding nicht einfach wieder verkaufen. Ist ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ich bin nämlich Daxiel-Lover. 2K19. Und ich bin ja auch Flask Lover 2K18 sogar schon. Und
Ich habe beides immer sehr gerne zusammengebaut und jetzt ist es natürlich nicht mehr so geil. Ich muss grundsätzlich sagen, Daxil zu nerfen ist aber der richtige Schritt, wenn ich fair bin. Denn Daxil ist eigentlich auch schon worth, wenn du eine Flask hast, ohne dass du überhaupt einen Stack drauf hast. Und das ist ja nicht die Intention von dem Item, dass es stark ist, selbst wenn es keine Stacks hat. Es soll ja dadurch erst stark werden. Grundsätzlich muss man dadurch natürlich sagen, wird das Upgrade zu Magis profitabler, weil du dadurch direkt mehr AP bekommst, etwas mehr. Aber ja, ne, ist jetzt nicht mehr so geil, definitiv, muss man sagen. Das heißt, mehr Dorans Ringe, vielleicht auch weniger Flasks dadurch. Wits End. Wits End wird komplett überholt. Was heißt komplett nicht? Kostet 500 Gold mehr, hat dafür 10% mehr Attack Speed. Das sind, glaube ich, so ungefähr so 270 Gold oder so. Dann außerdem 10 Magieresistenz und 5% Movement Speed. On-Hit Damage wird gechanged. Das heißt, ihr habt vorher, wenn ihr das Ding direkt gebaut habt, sofort 42 Magic Damage. Das ist giga viel. Wenn ihr das mit Nashos vergleicht, Nashos war so Scaling, das hat immer so 20 Damage gemacht oder so. Hier habt ihr immer sofort 42 gehabt. Das ist jetzt mit dem Level Scale, das heißt, wenn ihr das sehr früh kauft, habt ihr nur wenig, so. Ja, ihr kauft ja nicht mit Level 1, aber ihr kauft so mit Level, keine Ahnung, 8 oder so. Dann hättet ihr, oder 10, weiß ich wann, wie gut euer Game läuft. Dann habt ihr wahrscheinlich so 32, 30, 34 Schaden, das heißt, ihr habt ein bisschen weniger. Außer wenn ihr es als Second baut. Als Second wird es wahrscheinlich gleich sein oder sogar schon mehr sein. Und im Late Game habt ihr aber viel mehr Schaden. Ist aber auch gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Allerdings macht ihr jetzt, und das ist der neue Effekt, dafür ist das Ding auch teurer geworden. Ne, erstmal kriegt ihr nicht mehr Magiersense dazu, beziehungsweise pro Autotech und klaut dem Gegner auch keine mehr. Das wurde komplett entfernt. Dafür heilt ihr euch aber für den Wert, den ihr Schaden macht. 33% für Rain Champions und ich muss sagen, Gott sei Dank, God bless, wurde Irelias W so gemacht, dass sie nicht mehr gegen Magic-Gegner den Damage reduziert. Denn würde Irelia immer noch Magic-Damage reduzieren und gegen in der Mitte das Ding first bauen, sie heilt sich ja eh mit jedem Q und dann noch mit jedem quasi nochmal Q, weil sie On-Hit hier Heilung hat, das wäre... Also ich glaube, das hier ist ein richtig heftiges Item für Irelia. Dagegen spricht nur so ein bisschen, dass du halt normalerweise nicht gegen Magic-Matchup spielen möchtest, glaube ich, weil deine W ja nicht mehr gegen Magic funktioniert. Na, das spricht so ein bisschen dagegen, aber vielleicht, wenn du mal Irelia pickst und der Gegner pickt dann, keine Ahnung, kenn nicht in dich rein, kauf das Item und du bist der Gigantone der Welt. Na, super, giga, ultra heftig. Welche Champions könnten noch damit heftig sein? Also grundsätzlich willst du natürlich gegen AP-Gegner spielen. Also ich glaube, das Ding ist super stark auf einigen Champions. Ist immer noch ein Nischen-Item, wenn man ehrlich ist. Aber schlecht ist, glaube ich, nicht. Ja, dann kommen wir zu einigen Runen. Eyeball Collection. Hier hat man gesagt, wir wollen alle Runen gleich machen. Ja, das heißt, die haben jetzt alle den gleichen Damage-Wert. Vorher hat diese Eyeball Collection nämlich 30 Damage und AP gegeben. Oder Adaptive Force, so herum. Und jetzt gibt es immer 20 Adaptive Force. Das heißt, man sagt, hey, du kriegst immer dasselbe, du musst dich nur entscheiden, wie du es bekommst. Ich hätte fast gesagt, geiler als Sex. Na, vielleicht. Tobi! Ja, auf jeden Fall ist es jetzt so, ihr bekommt hier nur noch 10 Stacks, ihr bekommt pro Stack ein... 2 pro Stack bekommt ihr dazu. Und ein... Stopp. Ein per Champion Takedown, Kill oder Assist. Achso, ihr bekommt ein... Ah, das hat mich kurz verwirrt. Ihr bekommt ein Stack und ein Stack gibt 2. 2 Adaptive Force. So. Und es ist aktuell so, beziehungsweise bei Ghostboro, der wird nämlich jetzt auch gechanged. Bei Ghostboro ist es so, ihr könnt den Ghostboro nicht mehr in einen Busch stellen. Ja, das heißt, ihr geht in den Busch und euer Trinket wechselt sich. Nein. Sondern, sobald euer Ward ausläuft, spawnt ihr einen Ghostboro. Das ist aktuell, wie es läuft. Und dieser Ghostboro kann aber auch ebenfalls verscheucht werden. Pro Ghostboro bekommt ihr 2 Adaptive Force dazu, bis zu 10 Mal. Das heißt, auch wenn euer Ghostboro weggeht, bekommt ihr trotzdem, das bleibt einfach, ne? Und Zombie Ward, jedes Mal, wenn ihr einen Ward killt, bekommt ihr halt euren Adaptive Force, so ähnlich wie vorher. Damaging the Champion, after clearing a Ward, no longer deals Bonus Damage, wurde rausgenommen. Hier muss man jetzt definitiv sagen, ja, also alle geben das Gleiche. Ich denke, Ghostboro ist das Beste. Denn es ist das absolut Verlässlichste. Du gehst auf die Lane, du wardest, und du bekommst, nachdem dein Ward ausgelaufen ist, klar, es ist delayed, aber du bekommst 100%. Es ist die Frage, ob wenn das geklärt wird, ob dann trotzdem der Poro kommt. Wahrscheinlich dann nicht. Also wenn jemand deine Wards wegmacht, dann wirst du ein bisschen gepeanutet. Aber
Grundsätzlich, du playst dein Ward und bekommst dauerhaft deinen Damage dazu. Das heißt, es ist Motivation, mehr Wards zu placen. Ist natürlich eine Demotivation, den Red Sweeper early mitzunehmen, wer das macht. Ne? Das heißt, ne, dann könnt ihr nicht damit so richtig spielen. Aber grundsätzlich ist das hier, denke ich, jetzt die allerbeste Rune in meinen Augen. Denn hier musst du Kills machen und manchmal kriegst du Kills, manchmal kriegst du nicht Kills. Ich denke, das hier ist eine Rewarding-Rune. Wenn du Botlane gehst und du machst früh 1, 2, 3 Kills vielleicht oder einfach im Early-Game rasierst, dann kriegst du ja super schnell deine Stacks. Schneller als hier. Aber hier kriegst du immer deine Stacks. Egal, was du machst. Das ist ein super safes Ding. Und hier musst du halt Wards clearen, also... Ja, weiß ich nicht. Ich würde das Ghost Pro Ding mitnehmen. Cutdown wird gebufft, das heißt, es macht mehr Damage. Demolish wird gebufft, das heißt, es scaled etwas besser mit HP. Overgrowth wird gebufft, das heißt, es gibt mehr HP. Und Ultimate Hunter wird gebufft, das heißt, Ultimate Hunter gibt jetzt ebenfalls mehr CDR. Insgesamt jetzt 20% Cooldown Reduction. Ist definitiv nicht verkehrt. Lux wird sich auf jeden Fall bedanken. Die hat nämlich jetzt noch weniger Cooldown auf der Ultimate. Und ja, Talon spiele ich ja leider nicht mehr mit der Rune. Vielleicht ist das ja ein Gedanke wert. Irgendwas wird noch mit Aram gemacht, Back to Bilge Water, das interessiert mich leider nicht so ganz, deswegen kann ich mich da leider nicht zu motivieren. Es kommen zwei neue Skins, es ist Dankmeister Ivan, Dankmaster Ivan und Hextech Jarvan. Das sieht eigentlich ganz cool aus, aber Hextech Skins mache ich nicht so gerne. Ja, ansonsten war's das. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was euch daran besonders gefällt, was nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, auf Wiedersehen und tschüss.